Willkommen, Vegonauten. Eieiei, ganz schönes Gewitter hier. Ich weiß gar nicht, ob ihr das hören könnt, aber es geht hier ganz schön ab. Deswegen verziehe ich mich auch gleich wieder in den Bulli. Also, willkommen, Vegonauten. Oder sollte ich besser sagen, bonjour les Vegonauts. Es geht endlich wieder los. Neue Videos, eine neue Reise für uns. Wir sind in Frankreich und ja, wie ihr es im Hintergrund schon hört, stecken wir zurzeit gerade in einer Gewitterzelle fest. Gestern schon den ganzen Tag und heute sieht es nicht so viel besser aus. Unser eigentlicher Plan war es, in die Provence zu fahren. Wir haben heute Morgen aber nochmal und gestern Abend den Wetterbericht gecheckt. Und da sieht es leider ähnlich schlecht aus. Da soll es heute auch noch gewittern. Ab morgen, Dienstag, soll es dann so langsam besser werden. Aber deswegen fahren wir wahrscheinlich nicht direkt in die Provence, sondern fahren erstmal runter an die Mittelmeerküste. Da soll besseres Wetter werden. Und genau, und da nehmen wir uns heute euch natürlich mit. Also, kommt mit. Stellt die ganze Zeit doch mal ein Bart scharf. Da, sonst Augen scharf stellen. So, wir machen jetzt unsere erste Pause. Ich glaube, 250 Kilometer ungefähr haben wir noch. Wir haben hier einen echt schicken Platz gefunden. Klar, der ist direkt an der Straße. Hier stehen auch schon ein paar andere. Aber hier kann man anscheinend auch runter zum Fluss. Und das machen wir. Und wir haben uns hier ein paar Nektarinen mitgebracht. Da machen wir dann so eine Art kleines Picknick. Und Leia darf sich auch mal die Beine vertreten. Ja, von dem kleinen Spaziergang hat Diana jetzt noch einen Stein mitgebracht. Sie vermutet da eine Geode drin. Das heißt Geode. Deswegen brechen wir den jetzt einfach mal und schauen, was der so sagt. Oder wir versuchen ihn zu brechen, weil wir haben natürlich nicht das richtige Werkzeug dazu. Willst du brechen oder filmen? Mal gucken. So, ne? Ja. Vielleicht da, wo es ja eh schon so löchrig ist. Da? Aber ich brauche ja irgendwie eine Standfläche, ne? Oder so. Oh! Was? Ja, ist was abgebrochen. Keine Geode! Was machen wir jetzt? Ich weiß nicht, ich will die noch einmal brechen. Vielleicht auch. Ja. Mal gucken, ob das geht. Jetzt muss Hauke noch mal ran. Come closer, dance for me. Easy tiger, easy, let your hair down. Come closer, let me see all your million faces and all your million mistakes. You don't need to hide.
Jetzt machen wir die nächste Pause und zwar sind wir hier zufällig am Lac de Sainte-Croix vorbeigekommen. Man sieht ihn hier so ein bisschen im Hintergrund. Da waren wir schon mal vor 2 Jahren. Das Video verlinke ich euch. Ha, da. Naja, hier machen wir auf jeden Fall uns jetzt erstmal unser Abendessen. Heute gibt es einen Nudelauflauf aus dem Omnia. Ja, und dann schauen wir mal, wo wir uns für die Nacht einen Schlafplatz suchen. Ob wir noch bis zum Meer fahren oder uns irgendwo zwischendurch einen Platz suchen. Hier am See scheint es zurzeit ein bisschen schwierig zu sein. Es ist recht voll. Einige Schranken sind zu, beziehungsweise einige Straßen gesperrt. Und es ist auch nicht überall erlaubt. Deswegen schauen wir dann später mal, wo es uns hin verschlägt. Aber jetzt gibt es erstmal Essen gleich. Das Essen ist jetzt fertig. Wir haben uns das jetzt einfach mal kackendreist hier mit ans Seeufer genommen und wir werden das genießen. Und als kleinen Nachtisch gibt es da noch Erdbeeren, die haben wir noch aus Deutschland mitgebracht. Und ja, da freue ich mich schon besonders drauf, weil das sind dann die ersten Erdbeeren für dieses Jahr für uns. Ne? Ja. Und jetzt lassen wir es uns schmecken. Und Leia spielt dabei ein bisschen im Dreck. Beziehungsweise in den Steinen und am Wasser. Wir haben jetzt den Stellplatz für diese Nacht gefunden. Wir sind jetzt doch in der Nähe des Lac de Sainte-Croix geblieben. Und von hier vorne können wir ihn sogar sehen. Da hinten, im Hintergrund ist er nämlich. Wir haben über Park for Night hier noch einen Platz mitten im Wald gefunden. Mussten eine recht steile Schotterstraße hoch. War aber okay, würde ich sagen. Also nicht perfekt, aber hat gut geklappt. Ja, und jetzt steht Vigo da hinten unter einem Baum. Hier gibt es sogar eine Feuerstelle. Da hat sogar schon mal jemand eine Feuerstelle gemacht und hat sogar noch einiges an Brennholz hinterlassen. Werden wir heute aber wohl nicht mehr nutzen. Wir haben jetzt schon gut gegessen, eben am See. Fast gestolpert. Und werden uns jetzt irgendwann auch nach da oben ins Aufstelldach verziehen und schlafen. Weil morgen früh wollen wir dann ja auch weiter. Wir checken jetzt gleich nochmal die Wetterberichte, ob es bei dem Plan bleibt, dass wir ans Meer fahren oder ob wir es nochmal umschmeißen. Aber vorhin sah es eigentlich noch ganz gut aus fürs Meer. Also, bis morgen früh. Direkt auf dem See. Wasser ist auch nicht so gut, ne? Oder? Eigentlich nicht. Ja, Hauke hat euch ja eben noch so wunderschön, oder was heißt eben, also jetzt zeitlich vor einer Stunde ungefähr, ne? Ja, fast schon 2, ne? Oder fast schon 2 Stunden den Platz so schön gezeigt. Jetzt sind wir wieder unterwegs, denn es bahnt sich ein ziemlich starkes Gewitter an und wir standen halt eben natürlich auf dem Berg unter dem höchsten Baum. Und jetzt müssen wir schnell einen anderen Platz finden. Okay, wir haben jetzt einen neuen Platz gefunden, etwas tiefer und haben uns auch dazu entschlossen, uns nicht direkt unter einen Baum diesmal zu stellen. Und hier stehen auch noch 2 andere Camper, von daher sind wir auch nicht so alleine. Es hilft natürlich nichts, aber ich persönlich fühle mich einfach etwas sicherer, wenn wir hier nicht ganz alleine stehen. Ne, Hock? Ja. Ja. Mal gucken, wie das noch wird. Guten Morgen, wir haben ja jetzt gestern in der ganzen Gewitter-Action nochmal einen anderen Stellplatz gesucht und sind jetzt noch etwas näher am Lac de Sainte-Croix. Da hinten, hinter dem Baum, steht Vigo
Und wenn ich mich einmal umdrehe, ist da der See. Ja, und ich würde sagen, ich zeige euch das Ganze mal von oben. I've seen those faces, I've heard all the lies, but you ain't gazing on someone in denial. 'Cause you want dollar bills right now, but you gotta work real hard. I know you want it to be easy, so let your guard down. And I say, your mind with doubt. You wanna stay chill right now, and don't let your eyes off the prize. I know you want it to be easy, so let your... Wir haben jetzt einen kleinen Picknick-Spot entdeckt. Es ist natürlich direkt an der Straße, aber zur anderen Seite haben wir eine echt schnuckelige Schlucht. Weiß nicht, kann man nicht so gut sehen. Und da hinten haben wir einen Blick auf ein kleines, süßes, französisches Dörfchen. So richtig, wie man sich so alte französische Dörfchen vorstellt, auf einem Hügel. Ich zeig's euch mal. Und hier frühstücken wir jetzt erstmal und dann geht's weiter. Jetzt sind wir in San Rafael angekommen und damit auch am Mittelmeer. Man sieht es hier schon ein bisschen im Hintergrund. Ja, und damit schließen wir dann auch für heute das Video. Wie es dann hier für uns weitergeht, beziehungsweise wie wir weiterfahren, das seht ihr dann im nächsten Video. Also abonniert unseren Kanal, damit ihr das auch auf jeden Fall mitbekommt, falls ihr es nicht schon getan habt. Gebt einen Daumen hoch für das Video und falls ihr irgendwelche Anmerkungen habt oder falls es euch einfach gefallen hat, lasst auch gerne einen Kommentar da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao! I've seen those faces, I've heard all the lies, but you ain't gazing on someone in denial.